Hi zusammen, jetzt geht's wieder um das Thema Chippen. Weil es ist immer wieder ein großes Thema. Ich gehe mit so vielen Schülern chippen und ich sehe immer wieder, sie brauchen immer wieder so ganz, ganz kleine Stellschrauben, damit der Chip einfach knackig und auch ein bisschen spinnt oder einfach besser getroffen wird. Ich habe euch vor langer, langer Zeit schon mal ein Video gemacht, die Basics des Chippens. Da gehe ich jetzt mit euch einfach nochmal ganz schnell durch. Die Ballposition ist für mich immer noch die Basic Nummer 1 beim Chippen. Man unterschätzt es so krass, die meisten haben immer den Ball rechts liegen. Und für mich ist rechts rollen. Das heißt, wenn der Ball mehr rollen soll als fliegen, liegt der Ball für mich rechts. Und wenn der Ball für mich 50-50 fliegen und rollen, liegt er in der Mitte. Wenn der Ball mehr fliegen soll als rollen, liegt er links, links wie Lift. So, das ist jetzt schon mal die Ballposition. Und wie gesagt, die meisten legen ihn immer nach rechts und dann wollen sie einen hohen Chip spielen und dann fangen sie an, tatsächlich zu löffeln. So, und um das wird es jetzt auch gleich gehen. Nochmal ganz kurz, um die Basics fertig zu machen. Die Ballposition ist Basic Nummer 1. Basic Nummer 2 für mich ist tatsächlich das Setup, wo mein Schwerpunkt ist. Ich möchte beim Chippen definitiv den Schwerpunkt links vom Ball haben. Das heißt, ich positioniere mich mit meinem Brustbein und mit meiner Nase links vom Ball. Das ist total wurscht, wo der Ball liegt, ob er vorne liegt oder ob er hinten liegt. Dass auf jeden Fall die Nase leicht links vom Ball ist. Und wenn das passiert, ohne dass ich mich natürlich eindrehe, habe ich gleich ein leichtes Linkslehnen. Ich habe das früher mal so erklärt, als würde man bergab stehen. Das mag ich immer noch ganz gern, dass man den Ball mehr von der anderen Seite anschaut. Aber das kann natürlich auch sehr schnell auch sehr steil werden. Aber prinzipiell geht es darum, dass der Schwerpunkt links vom Ball ist. Das hilft alles nichts, wenn ich jetzt die Hüfte nach vorne schiebe und den Kopf nach hinten, dann habt ihr den Schwerpunkt trotzdem noch hinten und ihr seid schön auf der Löfflerei unterwegs. Also denkt dran, Nase links vom Ball. So, die dritte Position, und um die geht es dann jetzt letztendlich noch mehr, ist die Handposition. Die Handposition ist auch hier wurscht, wo der Ball ist, ob er links oder rechts ist, sie ist immer innenseitig. Der linke Oberschenkel, beziehungsweise die Hände sind immer vorm Ball. Und ein Bild, was ihr immer haben könnt, ich habe mir jetzt extra für euch den Handschuh angezogen. Ich chippe normalerweise immer ohne Handschuh. Ihr könnt euch das aber auch eigentlich nur mit dem Handrücken merken. Der linke Handrücken sollte eigentlich so ein bisschen eure Schlagfläche sein. Dass quasi der Handrücken mit der Schlagfläche zum Ziel nach vorne geht. Ihr könnt euch merken, die Handschuhhand gewinnt immer das Rennen. Wenn ihr jetzt die rechte Hand überholen lässt, dann hat die schon nicht mehr gewonnen, weil dann ist die rechte Hand ja eigentlich fast ein bisschen mehr vorne als die linke. Also habt das Gefühl, die hier gewinnt immer das Rennen. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ja, der war jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, wie die linke Hand vorne bleibt. So. Ein weiteres Thema, beziehungsweise jetzt auch schon das letzte Thema, was ich auch oft gefragt wurde, weil ich bin immer ein Fan, dass es mehr eine Armbewegung beim Chippen ist. Viele sagen, dass der Chip eigentlich schon der Anfang ist vom vollen Schwung. Da gebe ich auch absolut recht. Aber ich möchte eigentlich so ein bisschen den Schläger kontrollieren. Wir sprechen jetzt auch von einem absoluten Basic-Chip. Ich muss jetzt über nichts drüber, über gar nichts. Viele sagen dann, sie würden gerne mit dem Ball mitgehen. Unterschreibe ich total. Ja? Also versteht mich nicht falsch, dass ihr jetzt hier so mega eingefroren sein müsst. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht mit dem Ball mit, ist das alles legitim. Aber die Handschuhhand gewinnt das Rennen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt so ein bisschen mitschaut, ich mache das mal vor. Ja, ihr dürft dann auch ein bisschen mitgehen, aber die Handschuhhand bleibt immer vorne. Also, Handschuhhand gewinnt das Rennen. Ich hoffe, das war jetzt ein guter Chip-Quick-Tipp für euch. Wenn ihr wollt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder auch ein Lob, was auch immer, oder auch Kritik. Ich beantworte natürlich sowieso immer alles. Wenn ihr wollt, folgt ihr mir jetzt auf Instagram auch, weil da gibt es auch immer ganz neue Themen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald!